Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Wir spielen heute vor ausverkauftem Haus. Das heißt, alle beiden Plätze, die wir zu vergeben hatten, sind im Vorverkauf schon lange, lange weg gewesen. Zu den Spielregeln. Was Sie wissen müssen ist, wir haben dabei die über die Maßen schöne Simone. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Die, wenn sie nicht bei uns ist, dubelt, und zwar die schönste Frau der Welt, nämlich Nofretete. Dann haben wir eine kleine, aber sowas von feine, handverlesene Crew, die für diese Sendung sorgt. Wir haben Kandidaten, das Beste, was der Markt hergibt. Und sie haben mich. Und ich bin sozusagen der ständige Wegbegleiter aller Kandidaten, Freund und Helfer in jeder Situation. Und zu den Spielregeln, das ist das Schönste an diesem Spiel. Wir haben keine, außer ich mache sie. Und wie das funktioniert, zeigt Ihnen jetzt Simone. Wir eröffnen das Spiel mit dem ersten Kandidaten. Genau, wir suchen aus. Und du suchst mir was richtig, richtig Schickes aus. Sympathischen Publikum, jemanden aus. Mal schauen, wen wir da haben. Ja, nicht gleich den ersten Besten, wenn es geht. Nee. Weil ist ja Auswahl genug da. Ja, schau mal, alle schauen mich nur an. Nur Sie ignorieren mich. Und deswegen kommen Sie auch jetzt direkt mal mit mir. Ignorieren. So, okay. Hallo. So, bitteschön, Manfred. Da haben wir aber ein Schummelchen. Ja. Hallo, grüß dich. Sie heißen bitte? Manfred. Das erste Spiel ist ein relativ schnelles Spiel, aber erklärt sozusagen nebenbei auch so ein bisschen die Spielregeln für das Fortlaufende. Okay. Sie müssen sich konzentrieren. Sie müssen alle metaphysischen, esoterischen Kräfte, derer Sie fähig sind, in einem einzigen Augenblick mobilisieren. Sie kommen jetzt bitte ganz dicht an mich ran. Sie schauen mir in die Augen und sagen erstmal, ob Sie mir vertrauen. Jederzeit, immer. Oh, ist das schön. Okay, was machen Sie beruflich? Ich arbeite in einer Werbeagentur. In einer Werbeagentur. Mhm. Wäre ich für Sie sowas wie ein Model? Selbstverständlich. Für jedes Produkt. Das ist alles richtig. Okay, also, jetzt bitte die Augen schließen. Einfach sacken lassen. Es gibt nur eine einzige Frage. Für die richtige Antwort gibt es erstmal 500 Euro. Sind Sie fertig? Und jetzt die Frage. Nennen Sie mir, und Sie haben nur 3 Sekunden Zeit, eine Zahl zwischen 1 und 10. 4. Das ist richtig! Ja. Das ist richtig. Warten Sie, wo habe ich mein ganzes Geld? Also, was haben wir gesagt? 500 Euro, ne? Mhm. Nehmen wir gleich den Opala, das Gümmchen. Ach, Sie München, kannst du mir das mal wegmachen? Ja. Danke. Also, 500 Euro für Sie. Jetzt haben Sie folgende Möglichkeit. Sie können dieses Geld in einem Spiel doppelt oder nichts erhöhen. Indem Sie, wenn Sie die nächste Runde gewinnen, die Sie nicht spielen müssen, aber können, entweder 1.000 Euro haben für die nächste Runde oder es ist alles weg und Sie fahren nach Hause. Okay. Ja, was okay? Wir spielen. Okay. Das Geld, das Sie jetzt gewinnen, gilt für alle anderen übrigens auch. Was Sie in der Vorrunde gewinnen, ist sozusagen treuhänderisch. Damit gehen Sie in das Halbfinale. Mhm. Egal, wie viele im Halbfinale sind, die spiele ich runter. Oder ich kann auch sagen, die mache ich fertig, bis nur einer übrig bleibt. Okay. Und der spielt dann mit der Summe Geldes, die er in der Vorrunde gewonnen hat, um das ganze Geld mit mir im Finale. Alles klar. Und je höher natürlich das Geld in der Vorrunde ist, desto größer ist die Chance, damit ins Finale zu kommen. Alles klar? Alles klar. Jetzt stellen Sie sich noch einmal neben mich. So, das Säckchen ist nur, weil wenn ich jetzt so mache, alle mal hinhören, wenn ich jetzt so mache, da ist zu Hause, ist so. Und deswegen machen wir das hier ganz sanft aufs Kissen. Aber dieses Mikrofon ist nur für Sie. Sie legen jetzt bitte beide Hände, die linke auf die linke Halbkugel, die rechte auf die rechte Halbkugel, schließen die Augen und sagen mir, Sie können auch ein bisschen streicheln. Mhm. Werden da Erinnerungen wach? Ja, lang, lang ist her. Wie lang ungefähr? Ein paar Stunden. Okay, so, und jetzt entscheiden Sie sich bitte. Eine der Halbkugeln, die Sie nehmen, und eine andere, die Sie nicht nehmen. Und ich sage von vornherein, es ist ein Nada im Spiel. Mhm.
Also nada, Spanisch, nothing, nichts. Die weg, die her. Sehen Sie, und da entpuppt sich, was ich vorhin gesagt habe, ich bin der Freund und Helfer der Kandidaten, das war falsch. Mhm, stimmt das auch? Ja. Ja, dann tauschen wir das. Okay, also die geht raus. Ja. Das wären gewesen 2000 Euro. Oh. Toll, oder? Ja, das Spiel läuft doch. Ne? Ich habe gesagt, es ist ein Nada im Spiel. Ja. Die Wahrscheinlichkeit also, wenn von zwei Halbkugeln eine sich entpuppert mit 2000 Euro, ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier drin das Nada sich verbirgt, relativ groß. Ich biete gegen diese Halbkugel 500, haben Sie ja noch weitere 100. Wenn Sie auf die Halbkugel verzichten. Ich möchte die Halbkugel. 200. Ich möchte die 300. 400. Nein. 500. Nein. 600. Nein. Plus der 500 sind wir schon bei 1100. Ja. 700. Nein. 800. Nein. 900. Nein. 1000. Okay, 1000 ist gut. Dann hätte ich noch einen Umschlag. Mhm. Die Option ist 1000 plus 500 auf die Halbkugel verzichten. Die 500 plus der Halbkugel, wenn es aber Nada ist, sind die 500 auch weg. Oder den Umschlag. Ich nehme 1000 und die 500. Nehme ich nicht? Okay, dann nehme ich die 500 und den Umschlag. Gut, das ist gut. Weil hier drunter sind 1000 Euro. Oh. 3000, die Sie ausgeschlagen haben, freundlicherweise. Und jetzt die endgültige Entscheidung. Umschlag oder 500? 5 Sekunden Zeit. 4, 3, 2. Umschlag. Umschlag. Und jetzt entpuppt sich wieder Jörg, Freund und Helfer. Bitte nicht. Okay, dann nicht. Okay, das war eine sehr gute Entscheidung, denn ich hatte ja gesagt, und das haben wir eingehalten, irgendwo versteckt sich ein Nada. Und das ist hier, und somit sind Sie in der nächsten Runde mit 500 Euro. Nein. Und ich sage danke fürs Mitspielen. Bis gleich. Dankeschön. So. Haben wir schon mal den Ersten im Halbfinale? Simone, was Nettes. Was möchtest du? Mädchen, Mann, Frau? Frau. Eine Frau. Frau. Muss nicht gerade mein Alter sein, aber... Okay, also Frauen sitzen hier alle und ganz tolle. Ich glaube, sie hätte ich gerne. Bitte schön. Einmal hier, bitte. Ja. So, da zum Jörg. Bitte sehr. Dein Gesicht kenne ich aber. Ja, setz ich dich das mal, auch. Setz dich mal, Mädchen. So, pass auf, können wir Folgendes machen? Ich gebe Ihnen jetzt mal das Mikrofon, weil das ist nur für Sie. Okay. Und Sie halten es vielleicht nicht so in Höhe des Busens, sondern mehr an den Mund. Genau. Hier liegen jetzt 5200 Euro. Hier sind 52 Karten. Für jede Karte, die Sie gleich richtig Spielregel erkläre ich noch, erraten, bekommen Sie jeweils 100 Euro, können aber auch jederzeit aufhören. Dann habe ich gehört von einem Kollegen, wir haben, glaube ich mal, Sie sind irgendwie Flugbegleiterin oder... Nee, Passenger Service Agent am Flughafen Düsseldorf. Am Flughafen Düsseldorf, ne? Und ich habe vorhin gehört, wie Sie einem Kollegen gesagt haben, wenn ich hier verliere, dann kriegt ihr nur noch Scheißflüge. Nee, keine Scheißflüge, aber ich kann ja besonders gute Plätze organisieren. Also einen Scheißplatz kriege ich denn? Nein, würde ich nie machen. Würde ich nicht machen. Nein. Okay, das beeinflusst mich jetzt sehr. Also folgendes Spiel. Ich lege eine Karte um. Und Sie sagen immer, die nächstfolgende ist rot oder schwarz. Das Spiel ist wirklich ganz einfach. Rot. Also sagen wir mal, wenn ich komme jetzt und Sie haben jetzt wieder Dienst, dann werde ich abgegradet, bevor ich überhaupt bei Ihnen natürlich. Bin. Natürlich. Dann gilt. Auf jeden Fall. Okay, die nächste Karte ist rot oder schwarz? Rot. Perfekt, 100 Euro. Die nächste Karte ist rot oder schwarz? Rot. Nein. Schwarz. Ja, natürlich. Okay. So. Und die nächste Karte ist, wir können das relativ schnell spielen. Rot. Genau, System erkannt, ne? Schwarz, rot, schwarz, rot. Richtig. 300 Euro. Die nächste Karte ist? Demnach wieder schwarz. Nee, hallo, irgendwann ist das System ja mal durchbrochen. Okay. Rot. Aber wir haben das System ja durchbrochen jetzt. Ja, das heißt, wir hatten immer rot, schwarz, rot, schwarz. Dann müsste jetzt rot, rot kommen, ne? Ja. Jo, stimmt. 100 Euro. Die nächste Karte ist
Wir bleiben jetzt praktisch im zweiten System. Das erste war immer rot-schwarz, rot-schwarz. Das zweite haben wir eingeläutet mit zweimal rot hintereinander. Ich habe gesagt, wir bleiben im zweiten System. Also? Schwarz. Nee. Nein, ach dann bleiben wir bei rot. Ja, ist doch richtig, Mensch. So, 400 Euro. Nee, wie haben wir schon? Das sind 500 Euro. Und jetzt machen wir das schön. Entweder hören Sie jetzt auf und ich kriege trotzdem immer gute Plätze. Oder aber Sie lassen sich auf folgenden Deal ein. Wenn die nächste Karte, und da helfe ich auch nicht mehr, richtig erraten ist oder erfüllt ist, man hat ja manchmal metaphysische Kräfte. Spüren Sie was? Mhm. Was denn? Mein Herz. Da fühle ich jetzt nicht, aber ich höre es. So, Händchen wieder weg. Wenn die jetzt richtig ist, dann lege ich 500 Euro drauf. Wenn sie falsch ist, sind die anderen 500 auch weg. 300, 400, 500. Oder Sie sagen, ich höre mit 500 auf, dann haben Sie egalisiert mit dem Herrn von ersten Spiel. Aber hier Chance auf 1000. Schwarz. Die hat zittert. Wir machen noch vorne. Ich lege Ihnen eine hier hin. Und lege Ihnen eine hier hin. Und sage, eine von beiden ist rot und eine von beiden ist schwarz. Die klassische 50-50 Chance. Okay. Oder mit 500 hinsetzen. Ne, wenn dann. Wenn dann richtig. Richtig. Ja, ne? Ja. So, welche ist jetzt. Was kommt jetzt? Sie schwarz haben Sie gesagt, ne? Schwarz hatte ich gesagt, okay. War die. Genau. Ne, Sie haben Sie gedacht, dass die das ist. Oder vielleicht auch ist. Keine Hilfe mehr, weil ich biete Ihnen ja den Ausstieg mit 500. Ach Mädchen, das Orange ist richtig schön, finde ich. Schick, ne? Ist das richtige Leder oder so ein... Ja, so in der ja, Richtung, ne? So ein... Schick. Schick, echt ja. Schick. Macht sich gut vom schwarzen Hintergrund, ja. Ne? Ja. Ja. Aber eine Antwort wäre auch nicht schlecht. Schwarz. Ich darf jetzt nicht helfen. Schon gar nicht, wenn man ja jetzt mitbekommen hat, dass wir uns schon mal gesehen haben. Genau, verraten wir keinem. Hat ja auch keiner mitgekriegt. Achten Sie mal auf meine Mimik. Also nochmal, welche Karte der beiden ist schwarz? Also eine davon ist wirklich schwarz. Die. Gerade haben Sie aber die gesagt. Ja, ich weiß. Und jetzt? Ich ganz tief in die Augen also geguckt. Praktisch so. Ich habe das geswitcht gerade. Okay. Die ist schwarz. Und das soll es jetzt sein. So Gott oder, will, ja. Oder 500 und aussteigen. Mädel, ich sag mal, das sind 500 Euro. Oder es ist weg, wenn das falsch ist. Komm, 3 Sekunden Zeit. 3, 2, 1, jetzt. Dann ist die schwarz. Oh, das ist echt. Das ist, wenn Menschen mir besonders sympathisch sind, ne? Dann habe ich immer, eigentlich will ich sie verlieren lassen im Sinne der Produktion. Andererseits sagt mein Herz immer, das kannst du doch nicht machen. Und Kinder verheiratet? Weder noch. Weder noch. Tiere? Nein, keine okay. Zeit für Tiere. Ja, das erweicht mein Herz jetzt auch nicht so. Pass auf, jetzt. Ich habe jetzt dreimal gesagt, jetzt ist wirklich echt Schicht. Ich lege noch eine dritte Karte hin und Sie sagen jetzt rot oder schwarz, zeigen auf die Karte und dann ist es das. Ich kann jetzt nicht mehr helfen. Oh, keine Zeichen, nix. 500 Euro haben Sie, ist die Karte richtig, haben Sie 1000, ist die Karte falsch. Ist alles weg. Und ich kriege trotzdem gute Plätze. Dann nehme ich die Mitte. Die ist schwarz. Hm. Die ist schwarz. Ja. Ja! Und das ist richtig. Und das sind 1000 Euro. Hey, hey, hey. Da haben wir aber lange für gebraucht. So, ich darf das Mikro wieder abnehmen. Glaube ich. Mindestens. Mindestens. So. Wer würfelt denn gerne? Und das ging schnell. Ich habe ihn sofort. Ja, nee, wir nehmen ja nicht jeden, ne? Ja, sofort. Komm, ja. Mein Schatz. Ach, doch. So. Doch, doch. Hier lang, bitte. So. Wer war als erster dran?
hierhin. Okay. Ich bin der Jörg. Folgendes Spiel. Ja. Wir würfeln jetzt ganz schnell. Sie machen erstmal das nach, was ich mache. Würfeln, absetzen, würfeln, absetzen, würfeln, absetzen. Den vierten auch. Hände weg, nicht runtergucken. So, jetzt immer im Wechsel decken wir die Würfe auf. Okay, immer auch den gegenüberliegenden? Nee, Reihenfolge völlig egal. Und Sie schätzen bitte richtig ein, ob die Summe Ihrer vier Würfel am Ende höher oder niedriger ist als die Summe meiner vier Würfel. Und dann spielen wir um, mach mal ein Angebot. Wo habe ich denn mein Geld hier hinten? Wo ich ein ordentliches Angebot? Was machen Sie beruflich? Sachbearbeitung, Bürokaufmann. Bürokaufmann. Im wievielten Jahr? Ach, ich bin jetzt 30 geworden. Im etlichen Jahr. Okay, einfach mal zwischendurch Halt sagen. Wir spielen um 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Mal Halt sagen. Weil da entdecke ich, wenn Sie... Genau. Nee, das glaube ich auch. Genau. Ich würde eigentlich schon dreimal Halt sagen. Das ist okay, kann ich ja wieder drei wegnehmen. Wieder zurück. Ja, okay. Das ist doch schön. Alles klar. So, wie viel haben wir jetzt da liegen? Ja, immer noch einiges, ja. Das sind? 700. 700. Kann sich ja auch noch erhöhen im Laufe des Spiels. Okay. Okay, ich habe vergessen, nach dem Namen zu fragen. Julian. Julian, Julian. Mir fällt dazu ein, der julianische Kalender. Sagt der Ihnen was? Nee. Alles klar. Dir? Nee. Okay, Bildung. Darf ich dann auch Jörg und Sie sagen? Ja, oder auch Jörg und du, kein ja, Thema. Ja, das ist doch toll. Ja. Wirkt sich natürlich jetzt negativ, weil diese plumpen Vertrautheiten, die mag ich halt überhaupt nicht. Ja, ist egal, aber das kann okay. Nicht jeder von sich sagen. Julian, geht los. Ja, okay. Welchen Becher du immer willst? Den. Aufdecken? Sechs. Ha. Gut. Ja, aber das heißt ja. Ich dachte mir, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht, das stimmt. Also die Tendenz, jetzt zu sagen, die Summe ist niedrig, wäre völliger Quatsch. Also Sie sagen, diese Summe Ihrer vier Würfel ist höher muss als ich meine. Das anhand dieser einen Zahl jetzt schon bestimmt? Ja. Vielleicht ja, gönne ich Ihnen noch mal einen Wechsel, aber im ja, Moment ist klar, ich nehme mal den hoch und das ist die 1. Das ist natürlich jetzt relativ deutlich. Das heißt, wir bleiben. Du, Jörg, vollkommen recht, nämlich natürlich, sage ich jetzt natürlich, das ist eine wahnsinnig hohe Zahl, die ich hier insgesamt ja. 5 Punkte, die uns jetzt schon trennen zu deinen Gunsten. Genau. Selbst wenn ich hier nur eine 3 hätte und du hättest eine 4, wäre es im Prinzip nicht schlimm. Richtig. Ja. Du hast aber keine 3. Du hast aber keine 3. Das ist eine 2. Naja, okay. Ich habe natürlich keine 20 Jahre Zockererfahrung. Das ist eine 2. Dann müsste ich ja schon 40 sein, so bin ich auch noch. Ja. Also sieht wahnsinnig gut aus für dein Alter. Komm her, ja, dann lege ich noch 3 drauf. Ja. Es geht nämlich doch plump, meine Lieben. Okay, Decke so. Auf, welchen du willst, Julian. Ja, ich nehme den. Okay. Tatsächlich. Ich glaube, ich hätte es wirklich die 2. Das ist eine 2. Ist das die 2? Wenn das jetzt die 5. Du sagtest doch, es sind 2, ne? Ja, aber ich habe gesagt 2. Ich höre das. Ja, ich ja, höre okay. Das. Wenn, das jetzt, die, wenn das jetzt die 5 ist, dann lege ich noch 500 drauf. Ja. Es ist nur die 3. Okay, ja. Das heißt, wir haben jetzt 8 genau. Zu 4. Da haben wir eine ähnliche Situation, wie ich gerade vorgespielt genau. Habe. Ist für mich nicht so schlimm, weil ich habe ja noch diese dicke, fette 6. Reserven ohne Ende. Okay. Aha. Genau. Mir geht es gut. Das glaube ich. Ja, und jetzt? Was soll ich sagen? Den nächsten aufdecken. Einfach machen? Einfach machen. Gib ihm eine 3. 5! 5. Das kann ich überhaupt nicht mehr gewinnen. Das kann ich ja überhaupt nicht mehr gewinnen. Stimmt, das wäre natürlich toll, wenn es rechnerisch jetzt schon zu Ende wäre. Pass auf, ich mach meine auf. 13, ach, das ist schon alles. Das Ding ist ja voll in die Hose gegangen. Den brauchst du, was habe ich? 8, 9. Hast jetzt schon gewonnen. Ich würde es trotzdem gerne wissen, wie hoch. Zähl mal bitte das Geld, was auf dem Tisch liegt. Also ich muss hier irgendwie als Sieger vom Platz gehen. Kann doch nicht sein hier. 800, 900.000 ist eine gute Zahl. Okay, ich biete dir an, ein Spiel. 2 Gewinnrunden mit einem Würfel. Aha. Die höhere, du sagst an, hoch oder tief gewinnt. Und wir spielen doppelt oder nichts. Das heißt, wenn du gewinnst, hast du 2.000. Wenn du verlierst, ist alles weg. Das ist jetzt aber wirklich so ein bisschen so dein allerletzter Anker, den du hier noch wirfst. Nee, ne? Danach habe ich noch einen. Ach so. Sollen wir trotzdem mal Spaß haben hier runterkommen? Ja, klar. Ja, nur für klar. Die Psychologie. Ja, na, ja puh. Super. Ja, ganz toll. Ne? Gut, aber jetzt die Entscheidung von dir. Dann hätten wir 2 Gewinnrunden. Ich tüte einfach mal ein. Also das heißt, man muss 2-mal gewinnen. Man muss 2-mal gewinnen, richtig. Best of 3 nennt sich das, alles klar. Du bereitest das ja schon so vor, als wenn ich mitspiele. Nein, einfach nur, damit wir ein bisschen Zeit einsparen. Also nochmal die Regel, 2 Gewinnrunden hoch oder tief. Das heißt, wir würfeln, machen wir. So, jetzt sagst du hoch oder tief. Tief.
Dann würde ich jetzt gucken, weil so. Du sagst ja an, dann kann ich mal gucken. Vielleicht kannst du auch mal gucken. Du hast gesagt tief? Habe ich gesagt. Okay, dann deck, gilt jetzt. Ich deck auf. Jetzt habe ich eine schöne. Hast du die 4? Super, ich habe auch die 4, glaube ich. Jawohl, hätten wir ein Stechen. Also das wäre die Spielregel. Okay, das heißt, wenn ich das gewinne, ist psychologisch für mich sehr schlechtes Spiel, dann hätte ich 2000. Richtig. Und sonst habe ich, was haben die anderen beiden denn schon? 500? Oder? Jeweils 500. Nee, hey, 500, du hast 1000, 1000. Ne? 1000. 100, wobei, wie gesagt, dieses Geld ist eh immer nur treuhänderisch. Die, die gewinnen, gehen mit diesem Geld ins Halbfinale. Im Halbfinale spielen wir bis auf einen runter, der dann im Finale um das Geld spielt. Und da möchte ich gerne mitmachen. Ich nehme die 1000 Euro, tut mir leid. Ja, aber wenn du gewinnen würdest, hättest du, wenn du ins Finale kommst, halt das Spiel um 2000 Euro. Richtig. Das aber du hörst jetzt auf. Jetzt müsste man den Satz noch weiterführen. Genau, ich höre auf. Vielen Dank. Vielleicht sehe ich dich ja trotzdem im Finale. Hast du gut gemacht. Dankeschön. So, 3 haben wir im Halbfinale. Die nächste Runde spiele ich mit 2 Kandidaten und schauen, wie es weitergeht. Und Simone, du bist so lieb. Okay. Holst mir bitte 2 Opfer. Was hättest du denn gerne so? Hast du irgendein Gefühl? Möchtest du was Bestimmtes? Ein Opfer? Oder den Indianer oder lieber ein Häuptling? Die Dame, die hier von mir aus ganz links sitzt. Die kleine Süße da? Ja. Okay. Magst du spielen? Hallo, Simone. Und so, dann irgendwas nach deinem Geschmack vielleicht. Bitte schön, nach meinem Geschmack. Hallo. Herzlich willkommen. Christine. Bitte hinsetzen. Christina? Ja. Okay. So, hallo, ich bin Simone. Wer bist du? Der Michael. So, der Michael ist nach meinem Geschmack. Gut. Okay. Den bringe ich dir jetzt. Ja. Bitte schön, Michael. Ja, wo hast du den denn her? Hallo, Michael. So, setz dich. Ganz kurz zur Einführung. Du kommst woher? Was machst du? Bist du Mutter? Bist du Single? Ich bin Single. Ich bin Restaurantfachfrau. Ich komme aus Neuss. Bin 22 Jahre alt. Und was ist dein Lieblingsbier? Ich trinke kein Bier, nur Wein. Welchen Wein? Chantre. Oh, ein Chantre. Und wie sieht das bei dir aus, Michael? Ich trinke immer Bier. Immer Bier? Jetzt auch gerade schon? Nein. Du bist wie alt? Du kommst woher? Ich bin 51, komme hier aus Düsseldorf-Lohrhausen und bin Hausmeister und Vater von 2 Kindern. Okay, und wenn ich dir einfach jetzt 2 Stichwörter sage, Düsseldorf-Köln, was fällt dir dazu ein? Am besten, Köln ist die Ausfahrt nach Düsseldorf. Okay, es geht los. 2 Umschläge für dich und du machst blitzschnell, entscheidest du dich, nimm sie einfach mal in die Hand. Vielleicht, wenn du so ein bisschen, ich sag mal, außerirdische Kräfte hast, du kannst sie an die Ohren halten, du kannst fühlen, du darfst nur nicht reingucken. Du kannst versuchen, abzuwiegen, abzuwägen, welches für dich der richtige Umschlag ist. Wir spielen das relativ blitzschnell. Logischerweise in den Umschlägen verbergen sich Geldsummen, wie natürlich auch Nadas. Und jetzt bitte... Du darfst entscheiden, mit wem soll ich anfangen, mit dir oder mit Michael? Mit Michael. Mit Michael. Michael, gib mir bitte einen zurück. Den möchte ich nicht. Falsch. Ja. Verstanden jetzt? Okay. Denn hier drin verbirgt sich in der Tat das Nada. Jetzt soll noch mal einer sagen, ich helfe meinen Kandidaten nicht. Die gleiche Entscheidung, noch mal einen zurück, bitte ganz schnell. Richtig, richtig. Der war richtig, weil das müssten jetzt 1500 Euro gewesen sein, die du nicht hast. Ja, weil du mir den zurückgegeben hast, Mädel. So, du behältst immer den in der Hand, für den du dich entschieden hast. Aber es gibt ja noch mal eine Chance und natürlich auch bei dir. Und hier ist noch einer, nee, du hast jetzt 3, ne? 3, pass auf, dann machen wir dazu, dann kriegst du auch 3. Ich habe ja genug davon. Ganz schnell, 1 zurück, Michael. Was machst du heute Abend noch? Ich lass mich treiben, mal sehen. Ja, wohin? Ja, spontan. Mal spontan. Sehen. Hm? Gehst du immer so en Familie weg, also mit Kindern, mit Frau oder auch gerne mal wenn alleine? Wenn die Zeit zulässt, dann auch. Aber dass Kindern. Du alleine weg ist, die Zeit hast du immer? Ja. Kann man sich nehmen. Die kann man sich nehmen. Nehmen wir den mal schnell dafür aus dem Spiel. Das wäre wieder ein Nada gewesen. Von dir bitte auch ganz schnell 1 zurück. Bist du mehr damit auf der Suche nach einem Lebensgefährten oder gar nicht bereit innerlich? Es kommt, wie es kommt. Es kommt, wie es kommt. Richtig. Also könnte heute noch was kommen? Nee, es baut sich auf. Es baut sich auf. Alles klar, das wären 500 Euro gewesen. Jetzt sage ich mal, gibst du mir noch 1 zurück und 1 behältst du falsch. Das war jetzt definitiv falsch. Das ist auch falsch. Ich will einfach nur gucken, wie sehr ich dich beeinflussen kann. Tja, dann gebe ich gar keinen zurück. Ja, das geht leider nicht. Zurück? Ja.
Mach mal mit der anderen. Mach mal so. Klappt nicht, ne? Nee. Ja, als Single funktioniert aber nicht. Ist immer nur, wenn man gestandener Familienvater ist oder. Okay, blitzschnell ein zurück. Okay, das wäre gewesen ein Nada. Jetzt kriege ich schnell einen von dir zurück. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen statistisch vorzugehen. So, wir hatten, also jeder hatte insgesamt 4 Umschläge. Bei dir waren von 4 Umschlägen 2 mit Geldsummen, einmal ein Nada. Bei dir waren es von 4 Umschlägen 3 mit einem Nada. Jetzt müsst ihr einfach überlegen, wenn hier 3-mal Nada war, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir gesagt haben, hör mal, dann kommt das auf den 4. Nada auch nicht an. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn 2 Nadas waren und 2 Geldsummen, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass hier noch eine 3. Geldsumme drin ist? Das überlegt ihr. Und jetzt biete ich hier gegen 500 Euro. 600, nein. 700, nein. 800, nein. 900. Nein. Ich höre irgendwann auf. Und wenn dann das Nada da drin ist, dann war's Nada. 950. Noch einen drauf. Das darf man nicht. Michael, das darfst du nicht machen. Aber das wusstest du nicht, ne? Nein. Okay, dann machen wir das nochmal. 100, ich höre jetzt aber irgendwann früher auf. Mhm. 200? Nein. 300? Nein. 400? Nein. 500? Gut. Sehr gut. Jetzt darfst du den bitte nochmal nehmen. Jetzt gucke ich mal, wo ich. Ah, ich habe zu wenig Taschen einfach. Pass auf, wie kriegen wir jetzt die 500 hier schnell zusammen? 100, 200, 300, 400, 500. Du bleibst aber bei uns noch sitzen. Ja. Weißt, das ist sozusagen treuhänderisch fürs Halbfinale. Und du gibst mir jetzt bitte einen zurück. Jawohl, das war die richtige Entscheidung, weil das wären 1.000 Euro gewesen. Es muss in jedem Spiel, muss ich einfach dazu sagen, muss es immer einen Verlierer geben. Ja? Michael war es jetzt nicht durch die 500, also muss das die junge, charmante Dame sein. Weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann sagt jeder immer, bei so einem Typen wie Michael, da, ne, da, den lässt er rausfallen, der verliert. Und so was charmant, das Junge, das lässt er immer gewinnen. Das kann ich nicht zulassen. 100 Euro gegen diesen blauen Umschlag? Nein. 200? Nein. 300? 400? Nein. 500? Ja. 6? Was? Nein. Achso, 600? Nein. 700? Nein. Ist für dich 700 kein Geld? Ja, natürlich, alles ist Geld. Und warum nimmst du dann nicht? Ich möchte Ihr Angebot weiter. Ja, okay, das ist mir echt zu gierig. Tut mir echt leid. Oh. Ja, jetzt hab ich's gesehen. Hast du es gesehen? Nein. Wie viel ist denn drin? Ich hab's nicht gesehen. Dann nehmen wir es nochmal. 800? Nein. Guck mal, du denkst jetzt natürlich, du bist eine Zockerin. Ja. Okay, 900. Nein. 1000. Nein. 1100. Nein. 1200. Nein. 13. Nein. Hier hat es jetzt schon ein bisschen gezuckt. Ja. 14. No, nein. Ich zähle jetzt von 10 auf 0. Hm? Und entweder bleibst du dann beim Umschlag. Mhm. Oder nimmst die 1500. Mhm. Eins von beiden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Ich nehme den Umschlag. Wenn schon, wenn schon. Beinahe die Frau. Sie sagten doch entweder oder. Ja, ja, aber zählen Sie weiter? Im Alter wirst du flexibel oder hast halt Aussetzer. Ich bleib immer noch. 1800. Nein. 1900. Nein. 2000. Wir haben keine Autos und keine Millionen. Noch nicht. Nein. 2-1. Wenn ich Stopp sage, dann. Dann ist es. Weiter. 2-2. Was muss denn hier drin sein, wenn Sie so viel bieten? Weiter. 2-3. Ne. 2-4.
2,5 höre ich auf. Nein. Bei 2,5 hörst du auf? Ja. Dann gehe ich nicht so weit. Höre ich bei 2,4 auf. Zu spät. Aber bei der Summe kann ich... Ein Joker muss es doch immer geben. Nein. Sie haben mir noch keinmal geholfen. Nein. Oh, das ist aber unfair. Nein. Aber das meinte ich nicht so. Es war nur ein lauter Gedanke. Ja, ja. Es muss sein, aber das pass auf. Ist echt unfair. Nee, das ist, pass auf, das ist den anderen gegenüber, wäre das jetzt unfair, wenn ich es revidierte. Und so schlimm ist es jetzt auch nicht. 2,4 wären es gewesen. Mhm. Und 2000 sind es. Hey. Der ist ja wohl nicht so schlecht, oder? So, und das Geld müssen wir uns in der Werbung wieder reinholen. Ja. Das hast du gut gemacht. Gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro. Rufen Sie jetzt an und nennen das Kennwort Winter. 0137 800 47 47. Viel Glück. Immer etwas Neues. Hallo und willkommen. Ich bin Jenny Bond und das ist der Hurricane Spin Broom. Vom Moment an, wenn Sie ihn ausgepackt haben, halten Sie die unglaubliche Reinigungskraft buchstäblich in Ihren Händen. Ohne lästige Kabel. Sie brauchen auch keine Akkus oder Batterien, die ständig aufgeladen werden müssen. Mit dem extra leichten Hurricane Spin Broom reinigen Sie ultraschnell und absolut leise jede Verschmutzung im Handumdrehen. Staubsaugen ist nicht lustig. Du musst dieses sperrige Ding aus der Kammer holen. Dann geht es nur so weit, wie das Kabel lang ist. Das ewige Ein- und Ausstecken, das nervt. Aber Spin Broom ist so leicht, ich hebe ihn mit zwei Fingern. Und außerdem arbeitet er mindestens so gut wie der sperrige Staubsauger. Lassen Sie uns Hurricane Spin Broom mit einem klassischen Besen vergleichen. Mit so einem hier haben unsere Mütter früher geputzt. Dieser alte Besen wurde vor über 200 Jahren erfunden. Nicht nur, dass der Schmutz trotzdem am Boden zurückbleibt. Der Besen selbst macht auch noch zusätzlich Schmutz. Schauen Sie, das ist ja furchtbar. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie viel Zeit Sie sparen. Wir haben einen kleinen Test vorbereitet. Der gleiche Schmutz, aber verschiedene Kehrgeräte. Los geht's! Die Dame auf der linken Seite probiert es mit einem herkömmlichen Besen. Sie sammelt den Schmutz auf einen Haufen. Sehen Sie? Hurricane Spin Broom ist schon fertig. Währenddessen muss sich die Dame links bücken und den Schmutz mit der Schaufel aufsammeln. Der Hurricane Spin Broom ist unglaubliche 7-mal schneller fertig. Das ist der einfache Weg zu fegen. Sie kennen das doch. Sie fegen und fegen. Und trotzdem landet niemals der ganze Schmutz auf der Schaufel. Stattdessen haben Sie einen verschmierten Boden. Das muss nicht sein. Die Entwickler des Hurricane Spin Mop und des Hurricane Spin Scrubber haben Reinigung jetzt auf eine neue Ebene gehoben. Mit Hurricane Spin Broom. Der brandneu entwickelte, effektvolle, kabellose, umweltfreundliche 360-Grad-Besen. Der schneller, leichter und besser reinigt, als Sie es jemals für möglich gehalten hätten. Das Geheimnis von Hurricane Spin Broom ist seine enorme Wirksamkeit durch die 360-Grad-drehbaren Gelenke. Somit reinigen die sensationellen Spezialborsten selbst die schwer erreichbarsten Stellen. Dank der Dreifachbürstentechnologie nimmt Ihnen Hurricane Spin Broom auch die anstrengende, kniende Putzarbeit ab. Sie schieben Spin Broom lediglich vor sich her und schon ist alles blitzsauber. Und mit nur einem einzigen Knopfdruck entleeren Sie den praktischen Schmutz auf. Behälter. Verabschieden Sie sich von schweren und unhandlichen Staubsaugern. Hurricane Spin Broom ist so leicht, dass Sie ihn mit nur einem einzigen Finger problemlos heben können. Und er lässt sich auch noch ideal verstauen. Hurricane Spin Broom ist absolut umweltfreundlich, denn er funktioniert zu 100% ohne Strom. Das bedeutet, keine hohe Stromrechnung oder sündhaft teure Batterien mehr. Sie müssen sich auch nicht mehr mit Stromkabel abquälen. Gut für die Umwelt. Gut für Ihre Geldbörse. Vergleichbare Produkte können Sie schnell mal 70 bis 80, ja, sogar bis zu 100 Euro kosten. Aber Hurricane Spin Broom, der jede kleinste Verunreinigung blitzschnell verschwinden lässt, kostet Sie keine 100 Euro, auch keine 90, noch nicht mal 80 Euro.
Rufen Sie jetzt an und Sie erhalten von uns den extrem leichten, extrem schnellen und extrem praktischen mit der sensationellen 3-Bürsten-Technologie ausgestatteten Hurricane Spin Broom zum Mediashop-Minimumpreis von nur 49,90 €. Aber halt, wenn Sie sofort anrufen und gleich bestellen, dann erhalten Sie nur heute einen zweiten sensationellen Hurricane Spin Broom. Absolut gratis dazu. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie erhalten nur heute gleich zwei Hurricane Spin Broom. Und es bleibt beim Mediashop Sonderpreis von nur 49,90 €. Sie sparen sofort 50 €. Wir sind von Hurricane Spin Broom so überzeugt, dass wir Ihnen darauf unsere 30 Tage Zufriedenheits- und Geld-Zurück-Garantie geben. Also, worauf warten Sie noch? Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.mediashop.tv. Holen Sie sich dieses einmalige Angebot schnell nach Hause und wählen Sie aus verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Kreditkarte, Nachname oder jetzt neu risikolos zahlen auf Rechnung. Willkommen. Hallo. Alles ist vorbereitet. Sie können direkt einziehen. Haben Sie das Geld? Ich nicht. Aber die. Du brauchst Geld? Viele geben es. Kredit ab 1.000 €. Ganz einfach. Hol dir dein Geld auf auxmoney.de. Alle für einen. Die Lotto feiert, liebe Lotto-Landsleute. Ist in den Köpfen und Herzen angekommen. Und damit sind endlich auch die größten Jackpots der Welt in diesem Land angekommen. Bei uns zu Hause und auf unseren Smartphones. Lebe die Lottofreiheit und gewinne mit Lottoland.gratis die größten Jackpots der Welt. Jetzt bei Lottoland.gratis tippen. Kredit ab 1.000 €. Ganz einfach. Hol dir dein Geld auf auxmoney.de. Adnan hat mit angesehen, wie sein Vater ertrank. Janas Mutter wurde entführt. Halina kann das Grauen, das sie gesehen hat, nicht vergessen. Maya will unbedingt zurück nach Hause. Immer wieder die gleichen Geschichten von Kindern weltweit, die vor dem Schrecken des Krieges fliehen mussten. Ohne Dach über dem Kopf, gezwungen, auf der Straße zu überleben. UNHCR kann Konflikte, die Leben zerstören, nicht beenden. Aber wir können sicherstellen, dass Flüchtlingskinder ein Zuhause haben, beschützt sind. Wir können ihnen Essen und sauberes Wasser geben, sie mit ihren Familien wiedervereinen und ihnen Hoffnung für eine bessere Zukunft geben. Besuchen Sie uno-flüchtlingshilfe.de und spenden Sie 10 € im Monat. Denn unschuldige Kinder weltweit brauchen dringend Schutz und Zuflucht. Freitag und Samstag. Charlottchen, warum ist denn der Videorekorder noch nicht an? Das ist ja das Letzte. Scheiße. Der Kampf um Liebe und Anerkennung. Solange du deine Beine unter meinem Tisch hast, lässt du die Finger von der Frau. Bei Alle zusammen, jeder für sich. Freitag und Samstag um 20.15 Uhr bei Family TV. Mittwoch und Donnerstag. Die Leidenschaften. Ich will dich. Ich dich auch. Und Abgründe der mallorquinischen Inselbewohner. Hier zeigt sich das wahre Leben. Jetzt bin ich hier und mach, was ich will. Wow, hier lässt sich's leben. Einige sind auf der Flucht. Vor Familie oder Gesetz. Andere sehnen sich nach Liebe und Abenteuer. Eine fabelhafte Idee. Fesselnde Geschichten. Auf dich, mein Schatz. Von Menschen, die auf Mallorca ihr Paradies suchen. Fantastisch! Mallorca. Suche nach dem Paradies. Mittwoch und Donnerstag um 20.15 Uhr bei Family TV. Dienstag. In einer Welt, die in oben und unten, reich und arm aufgeteilt ist. Gott, es ist so schön, dich zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Für Sophie von Ahlen spielt das keine Rolle. Ich bin verliebt. In den Sohn einer einfachen Näherin. Ich
glaube, ich habe Fieber. Oh, das ist wirklich ganz schlimm. Was habe ich denn? Sind es die Masern? Nein, nicht die Masern, sondern Max. Max? Große Gefühle und der Traum vom Glück. Wenn ich wohl mal heirate? Die Telenovela mit Yvonne Katterfeld. Sophie, Braut wider Willen. Dienstag um 23.30 Uhr bei Bliss. Machen Sie jetzt mit beim großen Family-TV-Gewinnspiel und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro. Rufen Sie jetzt an und nennen das Kennwort Winter. 0137 800 47 47. Viel Glück! Family-TV läuft bei uns. Hammerharte Runde. Da hätte ich am Anfang aber auch nicht im Mindesten daran gedacht, dass das Mädel so hoch vorgeht. So, zwei Spiele noch bis zum Halbfinale. Halbfinale erklären wir Ihnen gleich. Und Simone ist bitte so lieb und sehr, sehr gerne. Jetzt schaue ich mal. Weil jetzt brauchen wir jemanden Knallhartes mal wieder. Darf ich Sie was ganz Indiskretes fragen? Indiskret umso besser. Ja, ja? Ja. Haben Sie einen Job? Ja. Ja? Ja. Haben Sie auch noch ein 13. Gehalt? Wir echt? Haben jetzt möchten für die Sie noch eins dazu in Halle 17 geschaltet. Sehr ungern, aber ich mach's. Okay, dann kommen Sie mit. Live bitte zu schön. Simone und. Ja. Bitte schön. Einmal hier. Okay, herzlich willkommen. Hallo, der Wolfgang. Der Wolfgang, der Jörg. Wolfgang, ganz schnelles Spiel. Ich sag mal, offen zu legen, was jemand verdient, das machen wir nicht. Aber es ist so eine Runde, da sind Nadas drin und da ist sozusagen das 13. Gehalt drin. Wir können aber auch das 14., 15. drauflegen. Ich sag mal, was ist für Sie ein relativ ordentliches Gehalt? Ohne, dass es das sein muss, was Sie haben. Was ausreicht mit Überschuss im Monat? Mit minimalem Überschuss? Mit ganz minimalem. Mit ganz minimalem. Ja, wir wollen nicht gierig werden. Was würden Sie sagen, was ist da normal in Deutschland? 2,5. 2,5? Ja. Dann spielen wir um 2.500 Euro. Das wäre eine Gehaltszahlung, das 13. zum Beispiel. Zum Beispiel. Und Sie entscheiden sich, Blitzstern immer. Für, gilt? Gilt. Dann nehmen wir den aus dem Spiel. Das wäre das erste 13. Gehalt gewesen. Und wir legen nach Weiß gegen Weiß. Sie nehmen eins aus dem Spiel. Das ist falsch. Behalte ich ja. Ja, das habe ich ja, aber gut, ist falsch. Dann nehmen wir es weg. Genau, richtig. Wir nehmen das aus dem Spiel, denn das ist das Nada. So baut man Wolfgang Vertrauen auf. Das nächste. Wenn Sie jetzt sagen, Sie bleiben sowieso die ganze Zeit bei dem, können wir das auch alles weglassen? Dann bleibe ich dabei. Dann bleiben Sie dabei. Dann biete ich dagegen 100 Euro, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ich habe meinem Enkelkind versprochen, es 800. Kommt im Kinderzimmer. Ich bleibe dabei. 900. Enkelchen. Die Hälfte des 13. Gehalts, 2,5 haben wir gesagt, wären 1.250 Euro. Gilt? Gilt. Dann ist das ein schönes, schnelles Spiel gewesen. Und er hat Glück gehabt, das war ein Nada. Wolfgang, bis gleich. So, jetzt haben wir die Bank fürs Halbfinale, aber wir haben keinen Platz mehr frei fürs Halbfinale, ne? Ja, das schauen wir mal. Das heißt eindeutig, der Nächste muss schon in der Vorrunde ausscheiden. Weil das war ja heute eh relativ gnädig, dass ich fast jeden habe gewinnen lassen, wenn man ehrlich ist, ne? Ja, vielleicht. Aber stellst du noch einen Stuhl hin? Ich such dir einen aus. Suchen wir einen Verlierer aus. Genau. So. Weil das vorher schon zu wissen... Darf ich mit Ihnen spielen? Ist das ja... Das wird dir gut gefallen. So schlimm. Das machen wir schon. Jetzt nicht das muss doch furchtbar sein, ins Spiel zu kommen und zu wissen, dass man verloren hat, bevor man anfängt. Nee, eben nicht, dann ist es ja. Ich kann Sie gar nicht verlieren lassen. Bitte Platz. Sie heißen bitte wie? Greta. Also, wo ist das Mikrofon? Das hole ich dir. Bist du mal so lieb? Ja. Greta. Ja. Ich bin in der Hansen, dann spielen wir Hänsel und Gretel. Bitteschön. Okay. Ganz kurz noch verheiratet? Nein. Kinder? Nein. Weil ginge ja zur Not auch ohne. Ja, eben. Beruflich machen Sie was? Ich arbeite in der Werbeagentur. Das heißt, Sie sind eine Kollegin von dem Herrn? Von Manfred. Von Manfred. Genau. Aber nicht mit ihm liiert. Nein, das ist Susanne, die okay. Dame mit dem Blauen. Mit der sind Sie liiert? Nein, die zwei sind liiert. Ach so, ja. Okay. Und zwischen Manfred und Ihnen spielt sich außerdienstlich gar nichts, nichts ab. Okay. Nein. Jetzt machen wir folgendes Spiel. Ich würde Ihnen gerne das Mikrofon geben, dass Sie so immer in Reichweite Ihres Mundes, Ihres wunderbar geformten Mundes halten. Ja.
und machen ein relativ schnelles Spiel. Sie sagen immer, welche der beiden Halbkugeln, die ich Ihnen vorsetze, Sie nicht wollen. Rot. Die rechte. Die weg. Okay. Mhm. Das wären 2000 Euro gewesen. Ja, ist aber noch, ist noch was drin. Okay. Dann legen wir jetzt den nach und Sie sagen grün oder rot. Rot. Grün ist die Farbe. Der Hoffnung, soweit ich weiß. Ne? Rot ist die Farbe, gut, das ist so eigentlich abgeschmackt, ne? Rot immer Liebe. Der Liebe und so. Muss das immer sein? Nein, grün behalte ich. Ja, nehmen wir rot raus. Ja. Ne? Das war auch okay, das waren 1000 Euro. Sie sollen mir helfen. Ja, ich helfe Ihnen. Passen Sie auf, dann machen wir, wie helfe ich Ihnen denn so? Weil jetzt ist dunkelgrün gegen, oder Smaragdgrün fast gegen hellgrün. Ich behalte das hellgrüne. Wenn Sie jetzt sagen, wie der Wolfgang gerade, Sie bleiben jetzt, egal was ich mache, dabei, kann ich eigentlich auch schon alles abräumen. Soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Ist jetzt, ich kenne ja ihr Temperament nicht. Ist ja, weiß ich nicht, wie bei der Partnersuche, wenn man einmal sagt, immer, den habe ich und den lasse ich nicht mehr. Ist ja auch nicht immer richtig. Nee. Wie oft war es bei Ihnen falsch? Bei der Partnersuche meine ich? Weiß ich nicht. Weil Sie es nicht mehr erzählen können oder weil Sie sich nicht erinnern? Nein. Okay, welche nehmen wir raus? Das Dunkle? Das Dunkle nehmen wir raus. Das wären 500 Euro gewesen. Immerhin, dann legen wir mal hier die nach, wenn Sie vielleicht mögen. Das erinnert ja so ein bisschen an so eine Wahrsagerkugel. Mhm. Wenn Sie mögen, dürfen Sie sich sehr gerne vornüber beugen und schauen, ob Sie irgendetwas sehen. Dann würde ich Ihnen das Mikrofon kurz wegnehmen. Ja, beugen Sie sich ruhig ganz weit rüber. Ja. Ich sehe aber nichts. Ich behalte Man fühlt nichts, ne? Nein. Ja, behalten wir mal grün. Und das wäre ein Nada gewesen. Jawohl. Dann nehmen wir jetzt blau dagegen, hellblau. Ich behalte hellblau. Nicht, okay, ich behalte grün. Nehmen wir hellblau aus dem Spiel, das wären 1000 Euro gewesen. Ja, was soll ich denn noch machen, Mensch? So, und nochmal dunkelgrün gegen hellgrün. Ich behalte hellgrün. Ja, weil ich muss mal gucken gehen. Echt. Zeigen Sie bitte. Na ja, gut, schlecht ist das nicht, aber geht besser. Aber okay, das raus, ja? Ja. Okay, endlich wird mal gekillt mit einem Nada hier. Jetzt legen wir noch den blauen dagegen. Ich behalte blau. Wieso behalten? Den haben Sie doch gar nicht gehabt. Sie haben es mir noch dahin geschoben. Ja, aber es war ja noch nicht in Ihrem Besitz. Okay, im Besitz dann bieten Sie es mir doch an. Ja, im Besitz ist ja immer noch das Grüne. Okay. Und was machen wir jetzt? Wir wechseln von grün auf blau oder bleiben bei grün? Ich wechsle von grün auf blau. Ich darf jetzt nichts sagen. Dann kleine Mimik. Okay, ich behalte grün. Gut. 1000 Euro. Oh. Ist Ihr Vertrauen jetzt erschüttert? Nein, ich vertraue Ihnen. Okay, das heißt, Sie sind ausnahmsweise mal eine Frau, eine Dame, der es in erster Linie nicht um Geld geht, sondern Nein, um das Innere nicht. Eines Menschen. Immer, immer, ja. Ja. Nie um Geld, nein. Simone, der ist doch blanko, ne? Der ist blanko. Und da schreibt Simone jetzt etwas drauf. Okay. Ein Nada oder eine Geldsumme. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit dem Spiel durch. Okay. Darf ich mal sehen, was da drunter ist? Soll ich schauen? Nee, mach mal blind. Mach mal blind. Weil... Also ich tendiere zu einem Nada. Oh. Ja, aber wir beide wissen es ja, ich guck auch nicht runter. Das heißt, wir können es dann wirklich nicht einschätzen, was... Aber ich tendiere wirklich deutlich zu einem Nada. Das könnte ja heißen, wenn ich da möchte, dass ein Nada kommt, ist hier was drin. Eventuell. Weil sonst hätten wir ja zwei Nadas im Spiel und egal, wie Sie sich entscheiden, es wäre in jedem Falle falsch. Richtig. Andererseits sollten Sie bedenken, dass ich zu Beginn dieses Spiels gesagt habe, ich brauche endlich mal jemanden, der verliert. Das habe ich schon mitbekommen. Weil in der Vorrunde hat ja bis jetzt jeder gewonnen. Und jetzt ich will die Entscheidung. Nicht verlieren. Ich behalte grün. Es war eine Frage. Ich hätte da gerne... Ich behalte grün. Ich habe den Vornamen vergessen. Entschuldigung, weil ich so fasziniert bin von Ihren Augen, Greta. Genau, Hänsel und Gretel hatten wir ja. Greta, Sie sprechen mir einfach nach und dann bestätigen wir das. Ich. Greta. Behalte. Grün. Und verwehre mich. Jeglichen Verführungskünsten. Von Jörg. Von Jörg? Ja, bleibt's dabei? Oh Gott. Also gelb ist die Farbe des? Weiß ich nicht. Neides. Oh, okay. Des Neides. Bin ich nicht. Eben. Ich behalte grün. Okay, dann nehmen wir selbst gespannt. Das war ein Nada. So,
Die einzige Frage, die uns jetzt noch beschäftigt, ist hier eine Summe Geldes runter oder ein zweites. Nada, ich biete, das muss einfach sein, obwohl ich natürlich wollte. Natürlich. Entgegen Ihres gesamten Auftretens, Ihres Entscheidungsbildes. Ja. Ich wollte einen Verlierer, aber es, ich kann das, könnte es nicht fassen, wenn Sie verlieren sollten. Aber das ist nun dann mal das Spiel. Dann lade ich Sie zum Essen ein. Ich lade Sie zum Essen ein. Zum Beispiel. Sie bestimmen Zeit und Lokal. Gerne. Wunderbar. Okay. Das heißt, das wäre jetzt unsere Verabredung. Und das setzen Sie nachher aufs Spiel. Oh. Dann wäre ich natürlich knatschig ohne Ende. Oder wir betrachten das nachher separat. Und Sie sagen jetzt, die nehme ich oder die nehme ich nicht. Und bei nicht biete ich Ihnen 500 Euro. Mehr kann ich nicht, weil das wäre dann Ihrem Kollegen gegenüber unfair. Mhm. 500 gegen die grüne Halbkugel. Oder Sie nehmen die grüne Halbkugel. Da kommt jetzt auch nicht mal nach. Da kommt nichts mehr nach. Ich nehme die grüne Kugel. Okay, das war eine gute Entscheidung, denn das sind 1500 Euro. Wow. Super. Schön gespielt. Verlierer. Wunderbar, okay. Ich nehme Ihnen das Mikrofon ab. So, alle Kandidaten aus der Vorrunde sind weitergekommen. Oder sagen wir so, war eine Benefizveranstaltung, habe mich heute weiterkommen lassen. Aber jetzt trennen wir die Spreu vom Weizen. Brutales Halbfinale. Ich würfel einen Wurf vor. Dann würfelt ihr alle nach. Der Reihe nach hebt jeder sein Becherlein. Wer meine Zahl getroffen hat, bekommt einen goldenen Stab. Wer zwei güldene Stäbe hat, ist im Finale. Die anderen scheiden mit der Summe Geldes aus, die sie in der Vorrunde gewonnen haben. Haben zwei die Zahl getroffen, gibt es halt auch zwei Stäbe. Es geht los. Bitte alle Eintütenwürfel absetzen, Hände weg. Es geht um die zwei, der Reihe nach. Bitte schön, 500 Euro. Da waren es auch 500. Langsamer bitte, langsamer. Jawohl. Und dann haben wir drei goldene Stäbe zu vergeben. Einmal, du hattest wie viel Geld, Michael? 500. 500. 1000. Aber Michael gibt schon einen Stab weiter. Und hier die Krönung mit 2000. Okay, die zweite Runde. Uiuiuiui. So, ein bisschen langsamer mit dem Heben der Becherlein. Ich gebe die Zahl vor, wieder die 2. 3. Genau, das ist das richtige Tempo. Ja, Julian, die 5. Wolfgang, die 5. Greta, die 2. Und jetzt. Ich glaube es nicht. Damit ist das Finale entschieden. Ja, mach das. So. Ich bedanke mich bei euch allen. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann noch mal wieder mit der gleichen Chance wie heute und dann hoffentlich weiterzukommen. Und jetzt geht im Finale, wir gehen noch in die Werbung, wir brauchen Geld, denn es geht jetzt im Finale um 2000 Euro. Ich glaub's ja nicht. Gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro. Rufen Sie jetzt an und nennen das Kennwort Winter. 0137 800 47 47. Viel Glück. Mediashop. Immer etwas Neues. Hallo und willkommen. Ich bin Jenny Bond und das ist der Hurricane Spin Broom. Vom Moment an, wenn Sie ihn ausgepackt haben, halten Sie die unglaubliche Reinigungskraft buchstäblich in Ihren Händen. Ohne lästige Kabel. Sie brauchen auch keine Akkus oder Batterien, die ständig aufgeladen werden müssen. Mit dem extra leichten Hurricane Spin Broom reinigen Sie ultraschnell und absolut leise jede Verschmutzung im Handumdrehen. Staubsaugen ist nicht lustig. Du musst dieses sperrige Ding aus der Kammer holen. Dann geht es nur so weit, wie das Kabel lang ist. Das ewige Ein- und Ausstecken, das nervt. Aber Spin Broom ist so leicht, ich hebe ihn mit zwei Fingern. Und außerdem arbeitet er mindestens so gut wie der sperrige Staubsauger. Lassen Sie uns Hurricane Spin Broom mit einem klassischen Besen vergleichen. Mit so einem hier haben unsere Mütter früher geputzt. Dieser alte Besen wurde vor über 200 Jahren erfunden. Nicht nur, dass der Schmutz trotzdem am Boden zurückbleibt. Der Besen selbst macht auch noch zusätzlich Schmutz. Schauen Sie, das ist ja furchtbar. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie viel Zeit Sie sparen.
Wir haben einen kleinen Test vorbereitet. Der gleiche Schmutz, aber verschiedene Kehrgeräte. Los geht's! Die Dame auf der linken Seite probiert es mit einem herkömmlichen Besen. Sie sammelt den Schmutz auf einen Haufen. Sehen Sie? Hurricane Spin Broom ist schon fertig. Währenddessen muss sich die Dame links bücken und den Schmutz mit der Schaufel aufsammeln. Der Hurricane Spin Broom ist unglaublich, ist 7-mal schneller fertig. Das ist der einfache Weg zu fegen. Sie kennen das doch. Sie fegen und fegen. Und trotzdem landet niemals der ganze Schmutz auf der Schaufel. Stattdessen haben Sie einen verschmierten Boden. Das muss nicht sein. Die Entwickler des Hurricane Spin Mop und des Hurricane Spin Scrubber haben Reinigung jetzt auf eine neue Ebene gehoben. Mit Hurricane Spin Broom. Der brandneu entwickelte, effektvolle, kabellose, umweltfreundliche 360-Grad-Besen. Der schneller, leichter und besser reinigt, als Sie es jemals für möglich gehalten hätten. Das Geheimnis von Hurricane Spin Broom ist seine enorme Wirksamkeit durch die 360-Grad drehbaren Gelenke. Somit reinigen die sensationellen Spezialborsten selbst die schwer erreichbarsten Stellen. Dank der Dreifachbürstentechnologie nimmt Ihnen Hurricane Spin Broom auch die anstrengende, kniende Putzarbeit ab. Sie schieben Spin Broom lediglich vor sich her und schon ist alles blitzsauber. Und mit nur einem einzigen Knopfdruck entleeren Sie den praktischen Schmutzauffangbehälter. Verabschieden Sie sich von schweren und unhandlichen Staubsaugern. Hurricane Spin Broom ist so leicht, dass Sie ihn mit nur einem einzigen Finger problemlos heben können. Und er lässt sich auch noch ideal verstauen. Hurricane Spin Broom ist absolut umweltfreundlich, denn er funktioniert zu 100% ohne Strom. Das bedeutet, keine hohe Stromrechnung oder sündhaft teure Batterien mehr. Sie müssen sich auch nicht mehr mit Stromkabel abquälen. Gut für die Umwelt, gut für Ihre Geldbörse. Vergleichbare Produkte können Sie schnell mal 70 bis 80, ja, sogar bis zu 100 Euro kosten. Aber Hurricane Spin Broom, der jede kleinste Verunreinigung blitzschnell verschwinden lässt, kostet Sie keine 100 Euro, auch keine 90, noch nicht mal 80 Euro. Rufen Sie jetzt an und Sie erhalten von uns den extrem leichten, extrem schnellen und extrem praktischen mit der sensationellen Drei-Bürsten-Technologie ausgestatteten Hurricane Spin Broom zum Mediashop-Minimumpreis von nur 49,90 Euro. Aber halt, wenn Sie sofort anrufen und gleich bestellen, dann erhalten Sie nur heute einen zweiten sensationellen Hurricane Spin Broom. Absolut gratis dazu. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie erhalten nur heute gleich zwei Hurricane Spin Broom. Und es bleibt beim Mediashop Sonderpreis von nur 49,90 Euro. Sie sparen sofort 50 Euro. Wir sind von Hurricane Spin Broom so überzeugt, dass wir Ihnen darauf unsere 30 Tage Zufriedenheits- und Geld-Zurück-Garantie geben. Also, worauf warten Sie noch? Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.mediashop.tv. Holen Sie sich dieses einmalige Angebot schnell nach Hause und wählen Sie aus verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Kreditkarte, Nachname oder jetzt neu risikolos zahlen auf Rechnung. Willkommen. Hallo. Alles ist vorbereitet. Sie können direkt einziehen. Haben Sie das Geld? Ich nicht. Aber die. Du brauchst Geld? Viele geben es. Kredit ab 1000 Euro. Ganz einfach. Hol dir dein Geld auf auxmoney.de. Alle für einen. Die Lottofreiheit, liebe Lotto-Landsleute, ist in den Köpfen und Herzen angekommen. Und mit jedem Kreuzchen setzen wir ein weiteres Zeichen für mehr Lottovielfalt, für mehr Lottochancen, für gleiches Lottoglück für alle. Lebe die Lottofreiheit und gewinne mit Lottoland.gratis die größten Jackpots der Welt. Jetzt bei Lottoland.gratis tippen. Kredit ab 1000 Euro. Ganz einfach. Hol dir dein Geld auf auxmoney.de. Adnan hat mit angesehen, wie sein Vater ertrank. Janas Mutter wurde entführt. Halina
kann das Grauen, das sie gesehen hat, nicht vergessen. Maya will unbedingt zurück nach Hause. Immer wieder die gleichen Geschichten von Kindern weltweit, die vor dem Schrecken des Krieges fliehen mussten. Ohne Dach über dem Kopf, gezwungen, auf der Straße zu überleben. UNHCR kann Konflikte, die Leben zerstören, nicht beenden. Aber wir können sicherstellen, dass Flüchtlingskinder ein Zuhause haben, beschützt sind. Wir können ihnen Essen und sauberes Wasser geben, sie mit ihren Familien wiedervereinen und ihnen Hoffnung für eine bessere Zukunft geben. Besuchen Sie uno-flüchtlingshilfe.de und spenden Sie 10 Euro im Monat. Denn unschuldige Kinder weltweit brauchen dringend Schutz und Zuflucht. Mittwoch und Donnerstag. Die Leidenschaften. Ich will dich. Ich dich auch. Und Abgründe der mallorquinischen Inselbewohner. Hier zeigt sich das wahre Leben. Jetzt bin ich hier und mach, was ich will. Wow, hier lässt sich's leben. Einige sind auf der Flucht, vor Familie oder Gesetz. Andere sehnen sich nach Liebe und Abenteuer. Eine fabelhafte Idee. Fesselnde Geschichten. Auf dich, mein Schatz. Von Menschen, die auf Mallorca ihr Paradies suchen. Fantastisch! Mallorca. Suche nach dem Paradies. Mittwoch und Donnerstag um 20.15 Uhr bei Family TV. Dienstag. In einer Welt, die in oben und unten, reich und arm aufgeteilt ist. Gott, es ist so schön, dich zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Für Sophie von Ahlen spielt das keine Rolle. Ich bin verliebt. In den Sohn einer einfachen Näherin. Ich glaube, ich habe Fieber. Oh, das ist wirklich ganz schlimm. Was habe ich denn? Sind das die Masern? Nein, nicht die Masern, sondern Max. Max? Große Gefühle und der Traum vom Glück. Wenn ich ihn mal heirate? Die Telenovela mit Yvonne Katterfeld. Sophie, Braut wider Willen. Dienstag um 23.30 Uhr bei Bliss. Freitag und Samstag. Charlottchen, warum ist denn der Videorekorder noch nicht an? Das ist ja das Letzte. Scheiße. Der Kampf um Liebe und Anerkennung. Solange du deine Beine unter meinem Tisch hast, lässt du die Finger von der Frau. Bei Alle zusammen, jeder für sich. Freitag und Samstag um 20.15 Uhr bei Family TV. Machen Sie jetzt mit beim großen Family TV Gewinnspiel und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro. Rufen Sie jetzt an und nennen das Kennwort Winter. 0137 800 47 47. Viel Glück! Family TV läuft bei uns. Christina, ne? Ja, Christina hat sich durchgesetzt mit 2000 Euro, die höchste Summe Geldes, die wir heute im Halbfinale nur erspielen konnten. Und wir kommen jetzt zum Finale. Wir spielen gleich, Christina, zwei Runden, hoch oder tief. Ich habe es dir in der Pause erklärt, wie das Spiel funktioniert. Für die Zuschauer nur ganz kurz. Wir würfeln mit verdeckten Bechern. Die Ansage kommt von Christina, hoch oder tief gewinnt. Dann decken wir auf. Und wer zweimal gewonnen hat, dem gehört das Geld. Wir entzünden jetzt zwei Lebenslichter. Das sind die deinen. Immer wenn du eine Runde verlierst, puste ich sie aus. Das heißt, wir hätten sie eigentlich auch gleich auslassen können. Und das sind meine. Und immer, wer eine Runde verliert, dessen Licht wird ausgepustet. Und es geht los. Ich wünsche dir Glück. Du machst das gleich, was ich mache. Und dann die Hände weg. Du sagst an, hoch oder tief. Ich darf bei mir drunter schauen, nicht bei dir. Niedrig, also bitte? Tief. Tief. Das ist okay. Jawohl. Mach ganz weg. Jawohl. Die Eins. Wie viel tiefer soll das denn noch gehen? Du hast doch schon mal vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gespielt bei mir in Köln. Und du weißt, wie ich spiele. Also, was habe ich jetzt?
natürlich auch eine 1, oder? Ist aber logisch. Nächste Runde. Wow! Christina, hoch oder tief? Tief. Und bitte hoch. Die 5. 500 Euro, wenn du aus dem Spiel aussteigst. In der Vorrunde bin ich, je nach Sympathie, die die Kandidaten ausstrahlen, immer mal wieder geneigt, sie gewinnen zu lassen. Heute alle 7. Im Finale geht das nicht. 500 Euro, die du so mit nach Hause nehmen kannst, wenn du jetzt aus dem Spiel aussteigst. Allerdings, wie gesagt, wir spielen 2 Gewinnrunden, nicht nur eine. Dann bleiben die 500 Euro trotzdem? Nein, wir spielen da nicht weiter. Nein. Du spielst weiter? Ja. Tief ist angesagt, du hast die 5. Nein, das ist schon sehr waghalsig. Ja. Ich habe wieder die 1. 1-0 für mich. Wir nehmen das Geld zurück und spielen die nächste Runde. Das heißt, ich muss jetzt... Ah, lala, das macht ja jetzt eine Freude. Hui! Oh. Nein, das macht keine Freude, wirklich nicht. Christina, hoch oder tief? Bala. Hoch. Denk dran, ich habe meinen Wurf gesehen. Na, einen noch. Das sind 750 Euro, wenn du jetzt aussteigst. Es steht 1-0 für mich. Wenn du jetzt verlierst, ist alles weg. Ich nehme das Geld. Ich bin jung, ich nehme das Geld. Wollen wir die Würfel aufdecken oder wollen wir es einfach im Verborgenen lassen? Haben Sie wieder die 1, ne? Was hab ich? Du hast ja diesmal hoch gesagt. Ja. Dann wäre die 1 ja fatal. Ja, richtig. Du kannst doch noch weiterspielen. Nein, ich bleibe. Ja. Stimmt, die 750 Euro. Decken wir auf? Ja. Deck deinen zuerst auf. Scheiße, verdammt. Ja. Und Sie haben und die 1. Ich sage mal, du bist sowas von cool. Ich hätte weitermachen Nein, müssen. Ich gebe jetzt einfach, es ist gegen meine Spielerehre. Aber ich würde mich auf ein Remis, auf ein Unentschieden gegen dich nicht einlassen. Weil es Jawohl. Wäre ein Unentschieden Jawohl. Gewesen. Jawohl. Super. 750 Euro. Wow, wow, wow. Der war Danke. Heftig. Vielen, vielen Dank. Okay, ich komm runter. Sehr gut gespielt. Hast du toll gemacht. Oh, ist auf die Kamera. Nehmen wir einfach die oder die. Welche wollen wir nehmen? Völlig egal, wir sind da, sind wir drin. So, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war eine super Kandidatin. Tschüss, wir sehen uns wieder. Ciao. Boah, der war echt geil. Der war toll. Machen Sie jetzt mit beim großen Family TV Gewinnspiel und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro. Rufen Sie jetzt an und nennen das Kennzeichen.